Leute, ein bisschen frisch heute Morgen. Ich bin noch mal an meinem Heimatgewässer unterwegs und werde heute ein bisschen auf Barsch gehen. Es war ja bei mir immer so, dass ich eher mit Hardbaits gefischt habe. Jigspinner, Spinner und Wobbler, alles was das Sortiment so hergibt. Aber seit neuestem widme ich mich dem Gummifisch. Und da haben ja viele Probleme, ich übrigens auch, zu merken, wann der Gummifisch auf dem Grund aufsitzt. Und das ist zum Jiggen ganz, ganz wichtig. Und ich habe da einen kleinen Trick rausgefunden, den werde ich euch heute mitteilen. Und wenn ihr wissen wollt, ob ich was fange und wie der Trick funktioniert, dann bleibt dran. Ich bin Steve und ihr schaut Steve angelt. Get ready for it. Get ready for it. This is it. Yeah, this is it. Leute, ich werde mir gleich mal diesen fantastischen Gummifisch ranmachen. Wie gesagt, viele haben ja Probleme zu spüren, wann der Gummi auf dem Boden aufsetzt. Das hat meistens nicht mal was mit der Rute zu tun. Wenn ihr die Rute optimiert habt, also das richtige Wurfgewicht bei eurer Rute habt, sollte das eigentlich an sich kein Problem sein. Aber es gibt andere Faktoren, die dafür sorgen, dass man das Aufsetzen vom Gummi nicht spürt. Wie zum Beispiel Untergrundbeschaffenheiten, wenn der sehr weich ist, ja, schlammig oder ja, halt sehr weich, sandig. Oder Wettergegebenheiten, wie zum Beispiel Regen oder Wind, hat man Probleme, das zu spüren. Es gibt aber einen kleinen Trick, wie man das Ganze trotzdem spüren kann, und den werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Okay Leute, jetzt kurz zu meiner Technik. Die nennt sich Revolvertechnik. Also einige kennen sie vielleicht schon, andere aber vielleicht auch noch nicht. Ich werde jetzt hier vom Ufer aus angeln, was ich hier an dieser Stelle eigentlich gar nicht gerne mache. Ich gehe meistens mit Watthose immer ein Stück rein, weil man dann einfach weiter oder besser an die Spots kommt, wo auch tatsächlich Fisch steht. Nichtsdestotrotz werde ich hier kurz am Land bleiben, um euch das einmal zu demonstrieren. Im Endeffekt geht es darum, immer Kontakt mit dem Zeigefinger an der Schnur zu haben. Weil da ist der Zeigefinger hat ganz, ganz viele, sage ich mal, Nervenstränge in der Spitze, wo man einfach besser merkt, jedes kleinste Zuppeln, jedes Aufsetzen, jede Unebenheit spürt man im Zeigefinger, wenn man Kontakt zu der Schnur hat. Und dann macht man immer ein bis zwei Kurbelumdrehungen, macht den Zeigefinger sofort an die Schnur und spürt dann gleich, wenn der Köder wieder aufsitzt und immer so weiter. Das werde ich euch jetzt mal hoffentlich ein bisschen demonstrieren können. Leute, ich habe schon einmal ausgeworfen und den Köder absinken lassen. Ich fasse jetzt die Rute immer etwas weiter vorne an. Der Zeigefinger genau kommt an die Schnur. Ich spüre, okay, hat aufgesessen. Eins, zwei Kurbelumdrehungen und sofort wieder den Finger an die Schnur. Aufgesessen, Kurbelumdrehung. Es erfordert ein bisschen Übung. Es ist jetzt schwierig, das selbst zu filmen, muss ich mal sagen. Und dabei das zu demonstrieren. Besser zu filmen wäre es natürlich von oben. Ich versuche es mal ein bisschen dichter ran, dass man es besser erkennen kann. Jetzt mache ich wieder meine zwei Kurbelumdrehungen und fasse sofort wieder an die Schnur. Merke, okay, aufgesessen. Eins, zwei Kurbelumdrehungen. Sofort wieder an die Schnur greifen. Aufgesessen. Eins, zwei Kurbelumdrehungen. Ich hoffe, man konnte das jetzt einigermaßen gut erkennen. Und genau mit dieser Technik werde ich mir jetzt die Watthose anziehen und das Ganze draußen machen, um vielleicht auch einen guten Fisch zu fangen. Wir werden sehen, Leute. Ich hoffe es einfach mal. Und ja, vielleicht bringt dieser kleine Tipp was. Probiert es einfach mal aus. Ich spüre durch diese Zeigefingertechnik, Revolvertechnik, wie sie im Internet auch immer heißt, eigentlich immer ganz gut, wann der Gummi auf dem Boden aufsetzt. Und auch in der Nacht. Viele sagen ja, okay, wenn du das mit der Rute nicht spürst, dann guck halt, wenn die Schnur locker wird, dann sitzt er auch auf. Ja, das stimmt natürlich. Aber in der Nacht, wenn ich auf Zander gehe zum Beispiel, sehe ich meine Schnur einfach nicht. Und mit dieser Technik fühle ich es halt am besten. Und sie ist halt einfach gut. Und deswegen wollte ich sie weitergeben. Auch wenn ich das jetzt hier an dieser Stelle nicht unbedingt super demonstrieren konnte, einfach wegen den Gegebenheiten. Mein Stativ ist nicht hoch genug. Ich bin ganz allein unterwegs und das filmt sich dann schwierig. Ich hoffe trotzdem, man konnte das einigermaßen gut erkennen, Leute. Ja Leute, ich will das Video nicht ganz zu lang gestalten, es sollte ja nur ein kleiner Tipp sein. Ich hoffe, es ist gut rübergekommen, man hat es hoffentlich verstanden und dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg beim Fischen. Bis bald, ihr Lieben!